Moin, ihr Figurensucht, und willkommen zurück bei Christainment. Ihr seht schon, wenn ihr diesen Hintergrund seht, wisst ihr, es geht um Toys. Okay, ihr könnt auch den Titel gelesen haben und sagen, hey, es geht um Toys. Okay, ja, es geht um Toys. Und zwar, letzten Wochen waren schon wieder ein paar Flohmärkte. Ich habe mir so ein, zwei Mal angeschaut, habe auch was gefunden. Nicht viel, aber immerhin etwas, was ich sehr schön finde. Auch ein paar Sachen, die ich skurril finde, die ihr auch dann, ihr werdet direkt wissen, was ich meine mit skurril. Weil das, normal kaufe ich sowas nicht. Aber der Preis war gut und ich wollte es mal ausprobieren. Jetzt denken sich alle, oh Gott, was wird jetzt kommen? Nichts Schlimmes. Wir fangen einfach mal an. Und zwar finde ich sehr gut, habe ich direkt, finde ich sehr klasse, Honda McLean. Mask Action Figur, super erhalten, also da ist kein großer Farbabrieb, ein bisschen am Haar und ein bisschen am Fuß, aber sonst mega gut. Für einen Euro wollte ich ihn nicht liegen lassen. Habe ich gesagt, komm Hondo, kommst du mit, dein Fahrzeug haben wir hier, setz mal dich rein, bist du zu Hause. Finde ich gut. Also ein Hondo. Dann in der gleichen Kiste eine Schildkröte. Es ist was Ähnliches, viele von euch kennen das bestimmt, von wie Mighty Max oder Polly Pocket. Ihr könnt hier aufmachen und das ist da quasi das Innenleben der Turtles, des Sewers quasi. Das Geile bei dem Ding ist aber, ihr habt hier, ich habe hier noch Rocksteady als Figürchen dabei, also ganz kleine Roxy. Soweit ist komplett, eine Sache fehlt hier anscheinend, hier unten, aber ansonsten, das Periskop fährt noch raus und kann sich drehen. Finde ich eine geile Idee. Fand ich einfach witzig. Und für 1,50 Euro konnte ich nicht sagen, konnte ich nicht Nein sagen. So, ich sperren wir mal ein. Hat mich sehr gefreut, dass ich so ein Ding gefunden habe. Das war auch eine lustige Geschichte. Ich bin da lumpen gelaufen. Ihr kennt das ja. Dann seid ihr auf dem Flohmarkt und findet nichts, weil. Dann ist da so ein Stand, wo ihr eigentlich gar nicht hin wollt. Dann steht da vorne so eine, Kiste, so eine Krimsch-Kramsch-Kiste. Krimsch-Kramsch-Kiste. Und die war eigentlich fast leer. Und ich dachte, komm, nee, gehst du vor. Ach komm, jetzt guckst du mal rein. Und dann habe ich halt ihn gefunden und Hondo. Waren beide in der gleichen Kiste. So, zum Schluss nochmal so, fand ich schön. Dann, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr nach ran zoomen. So, zoom fertig. Geht auch so. Das fand ich sehr interessant. Und zwar war das in, ich glaube, Husum. Oder war das, egal. Auf jeden Fall irgendein Flohmarkt. Es ist eine militärische Actionfigur. Ich bin der Meinung, das sind diese Dinger, kennt ihr, gab es früher bei Toys R Us oder auch bei Smice oder bei irgendwelchen Billigläden. Das sind so 6er-Packs mit 5 Euro oder so, die hinten noch zugeschraubt sind. Die Figur war mir auch relativ glatte. Was ich viel interessanter fand, ist, dass er eine Hand hat. Und dachte ich erst so, hä, was ist das für eine komische Waffe für einen Soldaten? Verstehe ich nicht. Die sieht ja aus wie das Vorderteil von Iguana, von Mask. Ich bin ja fast vorbereitet. Iguana kennt ihr, das hier. Der war nicht dabei, ist nur zu anschauen. Der hat hier vorne so ein Dings drin, ne? So ein Rad, das so aussieht, quasi das. Und das Geile ist, das gehört gar nicht dazu, es ist von Mask. Und es ist wunderbar, habe ich meinen Iguana komplettiert. Zack. Jetzt passt er nicht. So. Finde ich richtig geil. 50 Cent für das ganze Teil. Sie wollten erst einen Euro haben, dann bin ich weggegangen. Ich habe gesagt, nee, für einen Euro ist mir das nicht wert. Das Teil ist mehr als ein Euro wert, klar. Aber in dem Moment war es für mich nicht wert. Und auf dem Rückweg habe ich die Frau nochmal gefragt. Und habe gesagt, komm, 50 Cent. Ja, komm, nimm mit. Ja, sie war zufrieden, ich bin zufrieden. Und die Figur ist, falls jemand es wissen will, ist von Lanard oder Lanard. Ich habe das mal gegoogelt oder geschaut. In Amerika werden die Figuren echt verhökert für 5 Dollar das Stück. Na ja, gut, wie gesagt, mir interessiert die nicht. Ich wollte das Zubehörteil haben, dass mein Iguana wieder komplett ist. So, jetzt kommt die Obskurität Nummer 1. Ich mach mal so von unten nach oben. Also, ein Game Boy Advance Spiel, komplett. Also, da ist das Spiel drin, die Anleitung ist drin und dann noch so ein Wisch, so ein Zettel. Fand ich ganz cool. Weil ich finde solche Sachen in Verpackungen, wenn man sie noch findet zum super Preis, sollte man sie auch mitnehmen, wenn man sie auch mal spielen möchte. Ich habe es gespielt, ich finde es witzig. Und für 2,50 Euro habe ich gesagt, hey, bevor jetzt irgend so ein Scammerhändler kommt, das Ding kauft für 2,50 Euro und auf seinen Ladentisch knallt für 9 oder 20 Euro, habe ich gesagt, nee, super halt ich, kommt in meine Vitrine, passt. Also, findet Nemo. Und das zweite ist ein bisschen rosa. Das ist nämlich Disney-Prinzessinnen.
Das, jetzt fängt es an, creepy zu werden. Also Disney-Prinzessinnen, auch ein Game Boy Advance-Spiel, ist auch komplett mit allem drum und dran, auch für 2,50 € war der gleiche Stand. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es sieht interessant aus. Alleine Schneewittchen, Last Level mit den 7 Zwergen oder halt Aladdin. Ich werde berichten, wenn ich es gespielt habe. Ich werde spielen, ohne Witz. Also da konnte ich nichts so sagen. Für 5 Euro die beiden Spiele kann man mal mitnehmen. Oder? Schick. So, jetzt kommt das, was mir persönlich am Herzen lag. Weil das war so ein Ding, da stand ein Preis, der gesagt, komm, guckst du mal durch, vielleicht hast du was. Ich habe ja einen Plattenspieler wieder. Das ist schon seit Ewigkeiten. Und ab und zu höre ich auch noch Platten. Für Leute, die nicht wissen, was Platten sind. Platten sind CDs, nur in groß und schwarz. Das Vinyl, das sind Platten. So. Und jetzt guck mal, was für eine Platte ich mir gekauft habe. Kurze Vorgeschichte, ich hatte es als kleines Kind und ich habe die mit meiner Schwester damals hoch und runter gehört. Wie bekloppt. Und für 50 Cent habe ich gesagt, weißt du was, die sehen super aus, nehme ich mit. Bäm! Da steht ein Pferd auf dem Flur von Klaus und Klaus. Ich lese kurz mal vor, was drauf ist. Also es sind insgesamt 10 Lieder. Auf der Seite 1, da steht ein Pferd auf dem Flur, Maxi-Version. Dann, heute satteln wir die Hühner. Dann, Kuddelmuddel, das ist der allergrößte Klopfer. Tippeltango mit Marie. Und auf Seite 2, an der Nordseeküste. Kennen auch viele noch. Banane, du bist fällig. Ich pell dich. Stereo Reggae. Also wirklich Reggae mit Ä. Neulich in der Disco. Und der Schnorchhorn. So sieht übrigens die Rückseite aus. Falls ihr euch fragt, der kleine Klaus hier, das ist der von Torfrock. Und das ist auch der Sprecher von Werner aus Beinhardt. Also der Werner. Ihr kennt Werner, die Zeichentrickfigur. Das ist der Sprecher und auch der Sänger von Torfrock. So, haben wir das geklärt. Das sind jetzt die Obskuritäten. Also ich habe mich echt gefreut darüber. Ich fand es super. Jetzt kommen wir zu was ich bei Steindorf gekauft habe. Der Shop macht mich noch arm. Ist wirklich so. Ist jeden Monat so. Was hast du Neues? Das, ja komm, gib her. Unter anderem, ich habe im Nachhinein hab ich wirklich gezweifelt. Kaufst du den doch, kaufst du den nicht, sagst du es ab, der sieht ja nicht so geil aus. Viele wissen ja schon, wovon ich rede. Ich habe etwas Größeres geholt. Bäm! Eine 1:6 Figur. Puff. So. Der findige Zuschauer weiß, ich habe Skeletor schon, deswegen ist die Verpackung nicht von Skeletor. Es ist ein Exclusive, bei amerikanische Exclusive, mittlerweile haben auch sehr viele hier in Deutschland das Ding. Es ist Scareglow von dem Masters of the Universe. Ich meine, die Packung sieht mega aus. Die sieht richtig gut aus. Und die Figur sieht da auch richtig geil aus. Allerdings, wenn wir es jetzt aufmachen. Ich habe ihn selber noch gar nicht so gesehen. Der Kopf ist nicht so geil, wie ich dachte. Also der Kopf ist der Knackpunkt der Figur. Da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, oh Gott, sieht der schrecklich aus. Und die anderen sagen, oh Gott, sieht der schlimm aus. Also ich glaube, es geht keinen wirklich gefällt hundertprozentig. Das hoffe ich auch wieder auf irgendwelche geile Customer, die da den Kopf zu machen. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie er in der Vitrine aussehen wird. Und so wie es aussieht, werden wohl die Hände leuchten. Der Rest anscheinend nicht, wurde mir gesagt. Aber die Hände sehen so aus, als ob sie leuchten würden im Dunkeln. Das werde ich überprüfen. Und euch mal zeigen, wenn er mit Skeletor da in der Vitrine steht. Der steht da unten. Also, das Ding habe ich mir gegönnt. Das musste ich haben. Jetzt kommen noch Merman, Man at Arms. Hordak ist auch noch irgendwann in der Mache. Die kommen, sollen auch noch kommen. Zu mir. Da, komm hier. Scareglow. Und noch etwas. Da war ich gerade ein bisschen irritiert, wo ich den Karton aufgemacht habe. Ich so, wo ist denn der Riss? Zack. So ein kleiner Karton. So ein ganz kleiner Karton. Da habe ich mir echt gedacht, so, Leute, was? Aber es ist wirklich so. Das ist, der ganze Karton ist. Das war's, das ist die ganze Wave. Das ist diese Retro-Wave von Star Wars. Die kennt ihr bestimmt. Guck mal hier. Die neu aufgelegten Kennerfiguren mit dem beschissenen Retro-Sticker mitten auf der Karte. Das nervt. Das Witzige ist, die Karte ist richtig schön auf alt gemacht. Ihr seht wahrscheinlich hier diese abgeknibbelten Möchtegern-Stellen. Dumm sind die ja nicht. Wenn die das normal gemacht hätten, gäbe es bestimmt genug Leute, die es bei eBay Kleinanzeigen oder eBay reingesetzt hätten für ein Original. Also für 400 € oder 300 € für so eine Figur Original. Und dazu kommt,
bei den Figuren hinten, hier im Blister, ist ein kleiner Zettel mit drin. Von wegen hier, ne, Sicherheit, nicht dran lutschen und Kleinteil verschluckbar und so weiter alles. Aber es sind die gleichen Formen wie früher in den 70er Jahren. Also gibt es einmal den Sturmtruppler, der muss ja sein, weil, ne, ich muss Sturmtruppen, ist so. Ich möchte die gerne hinlegen, weil ich bin nicht, dass die Karten groß kaputt gehen. Dann haben wir den blonden Luke Skywalker mit Lichtschwert. Finde ich auch total super. Zum Thema Fälschung und so Quatsch. Wenn die Leute das verkaufen wollen, als echtes, die Rückseite sieht ganz anders aus, davon abgesehen. Also wenn ihr so eine Rückseite seht und der eine sagt zu euch, das ist nur Originalfigur aus den 70er Jahren. Nein. Es gibt bestimmt Menschen, die leider ein bisschen nicht sich nicht auskennen und darauf reinfallen. Der Lord Vader, den hatte ich sogar als Kind, den fand ich so richtig cool mit dem Vinylmantel, das Vinylcape. Sehr schöne Figur, richtig cool. Auch mit dem Teleskop, naja, Teleskop ist es nicht, aber ist nicht schwer. Ich habe nie verstanden als Kind, warum dieser kleine, dünne Faden da noch dran ist, den habe ich sofort abgebissen. Weil das sieht für mich bescheuert aus. Ich habe nicht schwer, das ist so, eine dicke und nicht so dünner Puppel da oben vorne drauf. So, dann haben wir noch hier Leia. Ja, Prinzessin Leia, auch mit Vinyl Cape. Mit dem Blaster. Noch eine Neuerung ist, glaube ich, auch zum Gegensatz zu den anderen. Die Bubbles sehen, glaube ich, anders aus. Und noch was anderes. Die Waffen haben sie in der Hand. Ich glaube, in den alten Verpackungen war es nur so, dass die Waffen lose in der Wing rumflogen. Teilweise. Also, ich nagel mich jetzt nicht drauf fest, weil ich weiß es nicht wirklich. Dann haben wir hier Chewbacca. Mit Armbrust. Schick. Nee, ist gar keine Armbrust, das ist ein Gewehr. Hat er nicht eine Armbrust gehabt? Nee, ne? Nee, also ist ein Gewehr. Ich finde die Karten super. Das Einzige, was mich echt stört, ist der bescheuerte Retro-Sticker mitten auf der Karte. Dann werde ich mal gucken, wie ich das abkriege. Und der Big Head Han Solo. Han Solo! Das sind so diese Standard. Ich hätte gerne anstatt Han Solo vielleicht Obi-Wan gehabt. Aber gut, so ist es nun. Das ist mein Haul. Also von total crazy bis mega gut. Alles dabei, wie ich finde. Was sagt ihr dazu? Wart ihr schon unterwegs? Habt ihr schon was gefunden dieses Jahr? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr so auf eurer Jagd bis jetzt gesehen habt und gefunden habt. Ansonsten, das Jahr fängt gerade an. Wir werden sehr viel Spaß haben dieses Jahr. Auf Fuhrmärkten, auf Conventions, auf der Los Amigos im Mai zum Beispiel. In Hanau, die Master of the Universe Fan Treff Connection Convention / Charity Event. Kommt da mal hin. Ich bin da, der Pitendo ist da, Aslan ist da, Fantas Magazin ist da und noch einige andere. Gorminister ist auch dabei. Wir haben Panels zusammen, wir sind auf der Bühne und reden ein bisschen. Wenn ihr Bock drauf habt, kommt einmal vorbei, wird bestimmt eine lustige Geschichte. Es gibt Fuhrmarkt, es gibt Customizer-Wettbewerbe, es gibt alles. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, entspannt, tschüssi, kommst du und stand nerdy. Ihr Figurensuchtis. Dies.